Licht und Ursprung des Lichtes, höchster Gott. Der gregorianische Choral folgt denselben Gesetzen wie die Liturgie. In der Liturgie verschränken sich verschiedene Zeitmodi. Das Heute der feiernden Gemeinde, die Heilsgeschichte und die Heilsvollendung durchdringen sich. Dieses Ineinander ist die Weise, in der wir Menschen in unserem zeitlichen Sein Anteil an der Ewigkeit Gottes haben. Das Erinnern an die vergangenen Heilstaten Gottes ist nicht nur Rückschau, sondern ein Eintreten in die Heilsgeschichte Gottes. Wo auf der ganzen Erde ist die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen? Herrlichkeit ist in der Bibel eines der Hauptworte, mit denen der Mensch seine Erfahrung Gottes aussagt. Die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gegenwart, ist in der Höhe. Und der Prophet Jesaja erfährt sie, als er in den Himmel hineinschauen darf. Gott will nicht in thronender Abgeschlossenheit im Himmel für sich sein, sondern sich seinen Menschen mitteilen, sie an seinem Leben teilhaben lassen. Gottes Herrlichkeit ist da, hell ausstrahlend, lichtvoll und glanzvoll und doch gleichzeitig auch fremd. Gott ist heilig. Darauf käme es an, lebensnah selber einzutreten in die Ausstrahlungskraft Gottes, transparent zu werden für die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes von innen her auszustrahlen und nicht bloß inszeniert und inszenierend selber leuchten wollen. Das macht die Größe der Getauften aus, dass sie von innen her die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen dürfen.